Hallöchen und willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Team Randomizer Edition. Der nächste Truppenkampf steht an und wir sind unterwegs dahin. Und da unten geht's auch noch weiter und links geht's weiter. Ach du Scheiße. Also die Arena haben die hier für Smaragd ordentlich umgewalzt. Einfach mal platt gemacht, neu aufgebaut. I don't like that. Ich habe Liesel mit nach vorne gepackt, um definitiv Kohle rauszuschlagen. Minimal Rollout. Komm. Oh, Twister geht auf beide. Nice. Allerdings auch dementsprechend schwach. Aber da wir nur angeschnuffelt werden, ist das... Oh, wir verfehlen. Ist klar. Ist klar. Na, verwirrt. Mal gucken, ob das irgendwas bringt oder nicht. Nice. Auch nice, dass das mal trifft. Nachtschatten, 36 Damage. Okay. Grafarik ist down. Und Natu auch, wenn Rollout trifft. Ja, danke auch. Danke für nix. Ich glaube, wir fahren hier besser, wenn wir einfach nur Wasser draufhauen. Oh Mann. Hätte man alles einfacher haben können, aber nein. Der Potterich will natürlich wieder mit Rollout irgendwas umklatschen. Wow, 7000? Ja, der alte Sack gibt schon ordentlich Kohle. Voll der Sugar Daddy. Ja, gut, den müssen wir ja auch noch drehen. Oh, doch, doch, so passt das. Ich war ganz, ganz kurz, ganz leicht verwirrt. Und nun? Warte, was? Hä? Ist das eine optische Täuschung? Nein, wir sind wieder am Anfang. Also man hätte auch von vornherein hier ran können? Was? Die Arena ist so seltsam. So, jetzt sollte aber alles passen. Das dürfte jetzt dann eigentlich der Arena-Leiterraum sein, oder? Yo, Tatsache. Wie schauen unsere Pokémon aus? Zwei müssen ein klein bisschen aufgepäppelt werden. Dann nehmen wir das doch gleich mal hier in Angriff. So, ihr beiden. Alles klar bei euch. Nein, ich bin eigentlich nicht so überrascht, dass hier zwei Arena-Leiter sind und ihr das gleichzeitig sagt. Ja, ist ja Zwillinge, das dachte ich mir schon fast. Okay, labert nicht so viel. Ja, ich hoffe, dass ich euch besiegen kann. Habt ihr jetzt Level 40er? Würde mich auch nicht wundern. Wie viele? Vier. 41! Jeez! Ah, ja gut, wir versuchen erstmal Natu rauszuholen. Oder bitte wieder Xatu. Gosh! Tschüss Charlie, war schön mit dir. Wir haben zwei Shilloks, echt jetzt? Wir haben... Wieso haben wir denn bitte den vier Wasserviecher? What the fucking hell? Oh. Ja. Und das ist nicht mal das Ende von Xatu.
Ich nehme das hier, da weiß ich, dass es hundertprozentig trifft. Eine Heilung kommt rein. Das ist dann auch nicht verkehrt, dass wir das so gemacht haben. Earthquake! Are you fucking kidding me? Ist das dein Ernst? Ja, jeez. Alter Lachs. Wir hätten doch Thunder Punch nehmen sollen. Das hätte bei dem Crit wenigstens für den Tod gesorgt. Alter. Ich hoffe, wir sind schneller. Ich glaub's aber nicht. Oh, Kacke. Alright, also den müssen wir nochmal machen. Diarrhea, oh, Jesus, Riesel. Earthquake, oh, come on. Wir haben aber auch kein Flugding, Alter. Ja, wenigstens ein Auge zugemacht, sagen wir es mal so. Können wir dich vielleicht wegbeißen? Es wird uns weghauen, oder? Ja. Alles kein Problem hier. Guck mal, wir haben noch eins. Wir sind auch Zwillinge. Earthquake! Ah! Ja, Prostmahlzeit. Alter, mit Psychokinese und Erdbeben. Was willst du denn da auch noch großartig machen? Ja, jetzt spielen sie noch mit uns. Jo, ist klar. Arschloch, ey. Pass auf, jetzt zau ich mich selber. Nein, ich hab zugebissen. Ast rein. Und es reicht immer noch nicht. Oh, fickt euch. Ich wollte sagen, fick dich, aber das sind ja zwei. Oh, man. Nächste Strategie. Zuerst Claydol umhauen. Weil Earthquake auf beide geht. Oh. Das ist ja auch cool, dass ich den falschen gebissen habe. Ist mir das auch egal. Wir spulen mal vor, weil das... Ja, okay. Hätten wir gar nicht so vorspulen müssen, aber... Gosh. Was war das denn? Ich kaufe mir lieber ein paar Sachen. Denn es kann sein, dass wir hier ordentlich federn lassen und unser ganzes Geld verlieren. Wir haben da zwar schon einiges, aber... ja, Full Heal 11 Stück. Beleber nehmen wir auch gleich mal hier noch ein paar mit. So. Jetzt können wir weiter verlieren. Ich weiß nicht, wie das in dem Spiel ist, aber im ersten Pokémon hat man ja die Hälfte von seinem Geld verloren, wenn man besiegt worden ist. Das war schon heftig. Können wir dann einfach hier wieder zurücklatschen hier so? Oh nee, wir müssen hier nochmal ein paar Sachen drehen. Ast rein. Oh, da muss... Das ist ja behindert. Das ist behindert. Oh, man. So. Oh, fuck you. Das haben die richtig gesch... Also, nee. Kann man nicht in Worte fassen. Das kann man nicht in Worte fassen, wie behindert das ist. Halt, der grüne Knopf war auf der anderen Seite, ne? Oh, come on, ey. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe, hin will, hin soll. Oh. Folgendes.
wir machen den Safe State vor dem Gymleader-Kampf. Ah, dann hätte ich aber auch nicht das ganze Geld ausgeben müssen, ne? So, Moment. Einmal normal speichern. Dankeschön. Ah, wie ging das gerade mal? Shift F1? Ja, Road State 1. Das heißt, wir müssen diese scheiß Dinger dann nicht mehr neu machen. Mit scheiß Dingern meine ich die ganze Verschieberitis da. Sag, will ich das alles umsonst machen, wir das jetzt hinkriegen? Ich hätte nichts dagegen. Absolut nichts. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ha. Spikes macht ja nur beim Wechseln schon mal Schaden, oder? Ist das das? Oder ist das wieder was anderes? Ja. Bin mir jetzt nicht sicher, ob Pin Missile da was bringt. Es ist Käfer und das ist, glaube ich, Psychogestein. Das müsste sich vielleicht aufheben. Wir probieren es trotzdem mal aus. Oh fuck. Oh fuck. Das ist nicht gut. Und gleich mal ein Earthquake. Ach, bitte sag mir, dass ich das gut überleben werde. Oh, natürlich werde ich gekrittet. Ach, du bist doch eine kleine Hure. Fick dich doch. Wir haben noch eins? Wehe, das wird uns auch earthquaken. Ah, das ist echt nicht so prickelnd. Wow, ein Crit. Ja gut, aber wenn es fünfmal trifft, ist auch die Hälfte weg, ne? Aber trotzdem. Los, Wasser. Ich hoffe, wir sind... Oh, bitte. Da könnte man ausrasten, da könnte man... Oh, was von ausrasten! Leck mich einfach, ey. Fick dich. Mal gucken, ob wir überhaupt mal dazu kommen. Dass da ein neues Viech reinkommt. Sonnentag? Warum auch immer der Sonnentag macht und keine Psychoattacke. Ach, weil das auf... Liesel ist immun gegen Psycho. Stimmt. Da war ja was. Komm, drei Treffer und wir sind durch mit dem Scheiß. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, dritter Attack kommt nicht durch. Oh, Gott sei Dank ist Earthquake weg. Heider nei. Hat er deswegen das Sonnenlicht gemacht, weil er schon wusste? Wieso kriegt er keinen Schaden? Ich habe doch extra Spikes ausgelegt. What the... Ach, nur wenn man aktiv switcht, oder wie? Oh, come on, ey. Er nimmt nochmal Calm Mind. Okay. Das könnte nicht so verkehrt sein. Natürlich waren wir daneben. Ja, mach's gut, Ebner. Oh, jeez. Wir nehmen Ditto. Auch nur, damit wir was gegen Xatu haben. Ja, super effektiv, okay.
Ich hoffe, dass Elektroball so schnell ist, dass es das erste da dran kommt. Sollen wir hier Ingrain machen, ja? Nice! Aber er hat ja zweimal Special Death geboostet. Paralysiert! Paralyse! Oh, paralysiert, Paralyse. Gott sei Dank, es macht nichts. Damn! Abgefackelt. Alter. Ursa-Ring. Mal gucken. Vielleicht hat Ursa-Ring irgendeine hübsche Attacke. Wir versuchen erstmal hier Xatu rauszupobbeln. Das dürfte nicht mal die Hälfte machen, oder? Oh, Sonnenlicht. Ah, nicht mal die Hälfte. Nice. Super effektiv und macht trotzdem keinen Schaden. Jetzt der Crit, wo wir ihn nicht mehr brauchen. Das ist so typisch. So typisch. Oh, fuck. Jetzt auch noch Lunastein. Oh. Okay, das ist schon mal fehlgeschlagen. Fuck. Das hat Solarstrahl? Ah, Spezialverteidigung. Aha. Oh, ich kann mich nicht selber in die Luft jagen, weil ich paralysiert bin. Ast rein. Nochmal. Oh, come on. Oh, das wird doch wieder nix. Ah, das wird doch wieder nix. Ein Drittel. Boah, trifft das eigentlich auch Scale? Oh, scheiße, ja! Ich habe mich selber... selber gefaitet! Willkommen zurück hier! Ja, gut. Mal gucken, was wir jetzt zügellos kriegen. Und das ist sehr angenehm, dass wir das jetzt so machen können, denn... Jeez. Das wäre nicht so prickelnd gewesen, wenn wir da nochmal rumlaufen müssen. Ich hoffe, das ist okay. Für sowas nehme ich einen Safe State her. Für Kämpfe selbstverständlich nicht. Wir haben zwei hiervon und das ist eigentlich schön, aber ich glaube, wir werden mit Psychokinese und mit Earthquake sofort ausgebumst. Ja, wir sind einfach zu langsam. Zack, tot, oder? Yep. So, als nächstes kommt Earthquake. Und das wird Shillok raushauen. Was? Es benutzt Psychokinese? Alright. Aber da wir ja nur ein kleines Shillok sind. Nicht mal. Das ist ja vielleicht nicht mal ein Viertel. Echt jetzt. Wow. Sind wir schnell? Hätte ich nicht gedacht. Mann, sind wir schnell tot. Hätte ich schon gedacht. Oh, ich hätte mir den vielleicht aufsparen sollen. Oh, fuck. Ich bin doch so ein Vollidiot, oder? Wow, Liesel überlebt das sogar? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, was soll ich denn jetzt grundsätzlich machen? Klopp. Das überlebt das auch, oder? Nicht mal. Aber trotzdem, das ist schon keine Chance mehr. Keine Chance mehr. Was ist denn Covet?
Was? Oh, come on. Gib mir bitte dein Item. Chilise. Ey, das sind so brutale Dudes. Das ist so brutal, was die da raushauen. Vielleicht sollte ich meine Viecher mal auf Level 40 bringen. Ich glaube, das ist nötig. Ein Versuch können wir noch machen mit den Leveln, aber... Nee. Das war's. Ja, komm. Laden wir gleich nochmal, weil... Komm, labert nicht so viel. Ein Versuch machen wir noch auf dem Level. Und dann level ich meine Dudes. Das könnte gut funktionieren. Das könnte gut funktionieren. Aber wir haben keine Wasserattacke. Oh, crap. Konfusstrahl, nein. Nein, nicht wenn wir mal eine heftige Psycho... heftige physische Attacke halten. Oh, natürlich. Natürlich. Und dann auch noch Erdbeben. Ich fühle mich so getriggert. Ich fühle mich so getriggert. Los. Nicht selber ha- Oh! Fuck you! Das ist doch so klar! Das ist doch so klar und jetzt haben wir wieder so einen dreckigen Scheiß! Ey, da könntest du ausrasten! Ausrasten könntest du da! Ist klar. Sollen wir gleich aufhören? Oder... wie wär's? Ich bin genervt. Ganz dezent. So, bisschen. Wieso haben wir kein Erdbeben? Ja nicht effektiv. Oh. Ja gut. Da kommen wir doch eh nicht dazu, ne? Hey! Super effektiv. Macht vielleicht ein Drittel. Ja. Ast rein. Ja, das Wieso wird's rausreißen. Auf jeden Fall. Xato ist rot, es wird geheilt. Hundertprozentig. What the fuck? Haben wir denn bis hier noch? As if. Ja, toll, schöner Crit. Hätten wir vorher brauchen können. Mach's gut, Visor. Wow!
reicht das jetzt? Oh, wir haben eins platt gekriegt. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber... Mach mal einfach Folge mir. Ah ja. Nimmt den Schaden auf sich scheinbar. Das war ein Crit. Mhm. Sonnfell hat wahrscheinlich auch Schwebe, oder? Ja. Auch wenn das nicht sehr effektiv ist, wir haben leider nichts. Also. Dann beenden wir den Kampf mal so. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich meine Viecher mal auf Level 40 gebracht habe. Also, kleiner Cut. Moino, ich bin wieder da. Oh, ja. Puh, leck mich am Arsch. Es gibt Rache. Oh. Bei mir ist es jetzt ein Tag später. Denn das Leveln... Oh, leck mich doch am Arsch. Das war teilweise echt nicht witzig. Aber wir sind alle Level 40. Und wir scheinen mit den gleichen Waffen kämpfen zu können. Nicht ganz. Nicht ganz. Ja gut. Ah, warte mal kurz. Wir versuchen erstmal ihn wegzukriegen. Ah. Mal gucken. Fire Spin macht aber nicht so viel. So viel Damage. Aber immerhin. 40 dadurch. Und in einem Feuer-Vortex gefangen. Oh, wir sind schneller mit beiden. Oh, das ist so schön. So schön. Ja, Ditto, mach's gut. Jo, ist schon mal unser erstes Viech wieder weg. Wen hätten wir denn das... Oh, du Scheiße. Ach du Scheiße. Was hatte der noch drauf? Psychokinese, ne? Ja, dann versuchen wir den mal wegzufacken. Papunga, du bist so nutzlos. Fuck, hätte ich nicht machen sollen. Das wird jetzt gleich geheilt, wenn es im roten Bereich ist. Oh. Oh, fuck. Und Xato boostet sich und boostet sich und boostet sich. Oh. Planänderung? Planänderung! Alles auf Xato. Ja, wenn das sowieso geheilt wird, ist das wurscht. War doch voll geheilt. Astrein. Immerhin beide bepflanzt. Ah, noch ein Carmine? Wir müssen es mit Stachelspore versuchen zu paralysieren, auch wenn dann Papunga mit paralysiert wird. Ah. Nicht ganz so cool. Oder? Schlaf? Oder? Das hat, glaube ich, die gleiche, nicht Wirkbarkeit, die gleiche Chance, dass es wirkt. Wir versuchen es einzuschläfern. Wir könnten versuchen, beide einzuschläfern. Okay, Xato pennt. Kann aber auch sein, dass das gleich wieder aufgefrischt wird. Ja, jetzt kommt die Psychokinese zum Einsatz. Geht so, aber unsere Spezialverteidigung sinkt natürlich. 10% Chance, ist klar. Hm,
Wir machen Folgendes. Wir fahren auf Claydol und versuchen es auch einzuschläfern. Ah, es wird geheilt. Xatu, astrein. Ah, ich habe gehofft, dass Igelsamen den Rest bereiten wird, aber nö. Immerhin pennen jetzt beide. Was genau mir das dann gleich bringen wird? Schauen wir mal. Xatu ist eher schlafen gegangen. Das heißt, vielleicht sollten wir erstmal versuchen, Xatu rauszunehmen. Wobei Claydol nur noch ein Nightshade entfernt ist. Allerdings auch nur noch zwei Leech Seeds. Wir machen hier mal. Warte mal. Machen mal den hier, weil wir vor Xatu dran sind. Von daher bringt es nichts, jetzt Schlafbruder zu machen. Deswegen senken wir die Geschwindigkeit, auch wenn das für uns jetzt auch irrelevant ist. Okay, Xatu ist wieder wach. Yo! Dreifach geboostet ist halt auch nicht ohne. Carpador? Am Ende wird uns sowieso nichts mehr bringen. Carpador. Hi. Oh, jeez. Und Carpador kriegt die ganze Soße. Weil er halt auf dem Platz von Papunga steht. Auch toll. Oh! Moment, das wirkt... Je weniger HP man hat, oder? Ja, also tackeln wir lieber mal. Das wäre nice gewesen, wenn wir es mit Tackle weggebumst hätten. Ah. Uff. Okay. Der Ebner kommt rein. Der müsste sowas wie Hyperfahren und Hyperfahren, ja. Hyperzahn haben. Was er nicht mehr einsetzen kann, denn wir werden auch noch weggekrittet. Astrein. Hey. Easy. Oh, leck mich doch. Es lebt noch immer. Wenigstens ist Xatu weg. Oh, man. Jetzt kommt noch zwei. Ah! Wir müssen eigentlich hier drauf gehen. Das hilft nicht. Das wird doch mal geheilt! What the fuck? Wieso nimmt die denn drei Hyper Potion? No! Super effektiv und ja. Wir sind am Arsch. Wir sind sowas von am Arsch. Kommt jetzt Erdbeben. Mal gucken, was jetzt gleich kommt. Wir sind, glaube ich, nicht so schnell. Doch! Komm, mach da ein bisschen mehr Schaden. Nein! Was ist das denn? Was ist das denn? Wieso? Wieso denn immer ich? Fucking hell! Ich will nicht mehr. Ihr bestimmt auch nicht. Die Folge ist schon wieder super lang. Jetzt muss ich mit einem 40er. Ja, nicht effektiv, aber die. Ey, das wird nichts mehr. Die werden sich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen boosten. Dann kritten sie mich noch und dann ist Feierabend.
sie bringen Feuer ins Spiel und schläfern mich ein. Ah. Das wird nichts. Nee, da kann ich jetzt schon sagen, wir sehen uns nächste Folge. Wenn wir den Kampf nochmal versuchen. Denn wir werden jetzt wahrscheinlich abgefackelt und weg, Psychokinet. Och, ich hasse das, wenn sowas passiert. Wieso müssen die denn da jetzt noch mit mir spielen? Hau doch einfach einen raus. Ist eh aussichtslos. Oh. Letztes Mal Psychokinese gemacht, du scheiß Lunastein. Mann! Weggefackelt! Also, wir sehen uns nächste Folge wieder bei dem Kampf hier. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao. Fuck!